Hi, ich bin der Simon von Fitness Private Areas und wir machen heute ein kleines Workout bzw. ein Mobility Flow Drill für den Oberkörper. Das heißt, wir werden uns vorarbeiten über den Rumpf, rauf Richtung Schultern. Das heißt, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schultern und dann werden wir schauen, dass wir nachher 2 cm größer sind. Okay, wir fangen an. Ihr dürft euch einmal auf den Boden legen. Sucht euch ein Plätzchen zu Hause. Legt euch erstmal auf den Rücken. Dann könnt ihr die Beine anstellen, die Knie anbeugen und dann beginnen wir mit der Atmung und mit der Lendenwirbelsäule. Das heißt, ihr macht Folgendes: bei der Einatmung geht ihr ins Hohlkreuz und bei der Ausatmung in den Rundrücken. Und da könnt ihr jetzt erstmal selber testen, wie weit kommt ihr denn rauf ins Hohlkreuz und wie weit kommt ihr runter in den Rundrücken. Und ganz wichtig immer, geht so weit, sollte keine Schmerzen auslösen, geht immer so weit, wie ihr könnt. Und da noch ein kleines Stückchen weiter. Und atmet erstmal. Beginnt erstmal ausatmen, einatmen, Bauch wölbt sich Richtung Decke. Macht es erstmal ganz langsam. Ausatmen nach unten, einatmen nach oben. Und dann können wir langsam, wenn ihr die Bewegung schon mal drin habt, können wir ein bisschen schneller werden. Das heißt, ihr drückt wirklich den Rücken Richtung Boden. Beim Einatmen hebt ihr den Rücken ab. Und ganz wichtig, alles andere, das heißt der Kopf, die Schultern, die Füße, bleibt alles genauso auf dem Boden stehen. Ihr könnt das Kinn noch ein bisschen nach hinten ziehen, dass der Nacken lang wird. Und ansonsten bleibt in dieser Bewegung drin. Werdet noch mal ein bisschen schneller. Das heißt, wirklich nochmal einatmen, ausatmen. Genau, wenn es so langsam warm wird, Richtung Lendenwirbelsäule, perfekt. Dann bleibt da einfach in diesem Flow, in dieser Bewegung drin. Und dann Endspurt. Nochmal tief ein, aus, tief ein, aus. So, letzten 10 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Nochmal lockern und dann macht ihr Folgendes. Dann nehmt ihr das linke Bein, streckt es einmal nach vorne aus. Das rechte bleibt genauso stehen wie gerade eben. Jetzt gehen wir einmal in eine Rotationsbewegung für die Lendenwirbelsäule. Wir drehen das rechte Bein nach links. Ja, für alle nochmal zum Testen, linkes Bein ausstrecken, rechtes Bein anwinkeln und dann könnt ihr mit der linken Hand ans rechte Bein und lasst mal das rechte Bein einfach zur Seite fallen. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn euch das passiert, dass die Schulter hier schon mitkommt und ihr dreht euch quasi auf die andere Seite, achtet drauf, die rechte Schulter bleibt am Boden, so weit wie es geht. Ihr könnt den rechten Fuß hier auch im Knie, in dieser Kniekehle ein bisschen einhaken. Und jetzt geht ihr einfach in eine schöne Dehnung rein. Atmet hier tief ein und aus. Und ganz wichtig, nichts mit Gewalt. Also ganz langsam und immer über die Atmung arbeiten. Das heißt einatmen, ausatmen. Wir haben Zeit. Es muss nicht sofort alles klappen. Es muss nicht sofort alles, ich sag mal, in eine exakte, perfekte Position kommen. Zeit ist das Wichtigste. So, wenn ihr dann mit dem Knie unten am Boden seid, oder vielleicht braucht ihr noch ein bisschen, dann atmet nochmal tief ein und aus und bleibt da drin. Versucht das Ganze zu genießen. Auch in so einer Dehnung immer ganz wichtig. Ihr macht das immer für euch. Also geht so weit wie möglich. Aber nicht, dass ihr in Schmerzen reinkommt. Sehr gut. Und auch nochmal tief ein- und ausatmen. Und letzte Mal. Tief ein- und aus. Und dann kommt auch wieder langsam aus der Position raus. Wir wechseln einmal auf die andere Seite. Das heißt, rechtes Bein jetzt strecken. Linkes Bein anwinkeln. Dann könnt ihr wieder die rechte Hand nehmen und das linke Bein
zusammen verbinden, mit dem Fuß in die Kniekehle rein, dreht euch wieder zur Seite jetzt, diesmal auf die andere. Und dann könnt ihr auch feststellen, meistens gibt es eine Seite, die vielleicht jetzt ein bisschen besser ging als die andere. Also es kann sein, dass ihr merkt, die rechte Seite, da kam ich ja gar nicht so weit runter. Oder jetzt auf die linke. Und dann wieder lang und tief atmen. Bleibt in der Position, kommt langsam wieder rein. Nichts mit Gewalt. Genau, lang und tief einatmen. Und dann könnt ihr langsam, wenn ihr mit dem Knie schon am Boden seid, perfekt. Wenn noch ein paar Zentimeter fehlen, auch super. Dann atmet dann nochmal rein. Und tief ein- und ausatmen. Position halten. Letzten Sekunden. Und letzten 4, 3, 2, 1. Mal tief einatmen, ausatmen. Und dann langsam nach oben in die Mitte zurückkommen. Perfekt, sehr gut. Wir haben uns für die Lendenwirbelsäule jetzt schon weit aufgedehnt. Jetzt können wir einmal in Vierfüßlerstand gehen. Das heißt, wir gehen jetzt von der Lendenwirbelsäule, wandern wir einmal nach oben Richtung Übergang Zwerchfell-Brustwirbelsäule. Nehmen die Lendenwirbelsäule aber mit. Die können wir nicht einfach ausschalten. Das heißt, ihr geht in den Vierfüßlerstand und schaut darauf, dass die Schultern, die Ellenbogen und die Handgelenke in einer Linie untereinander stehen. Also nicht zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten. Dann auch ganz wichtig, die Knie und die Hüften sollten auch in einer Linie stehen. Dann könnt ihr euch selber aussuchen, was für euch bequemer ist. Füße aufstellen, da habt ihr immer ein bisschen mehr Dynamik, als wenn ihr die Füße auf dem Boden lasst. Einfach mal schauen, wie sich's für jeden anfühlt. Spielt nicht so eine große Rolle. Könnt ihr selber testen. Ich gehe immer gerne in diese angewinkelte Stellung, einfach um mehr Spannung aufzubauen. Und dann geht ihr folgendermaßen vor. Ihr atmet wieder mit der Ausatmung. Drückt ihr euch nach oben und mit der Einatmung saugt ihr euch quasi nach unten an. Und ganz wichtig, die Schulterblätter, die zieht ihr jetzt an die Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung schiebt ihr die Schulterblätter weg von der Wirbelsäule. Und ihr habt auch das Gefühl, ihr drückt euch wirklich weg vom Boden. Einatmen, wieder ransaugen die Schulterblätter an die Wirbelsäule, schaut nach oben. Und ausatmen, wegschieben. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein, dass ihr sagt, okay, Bewegung wieder fließen lassen, ausatmen, einatmen nach oben. Genau, nehmt alle Wirbel mit, die ihr habt, von der Lendenwirbelsäule über die Brustwirbelsäule, über die Halswirbelsäule. Können wir da das Tempo auch wieder steigern. Ausatmen, wegschieben, einatmen, ransaugen, raufschauen. Genau, Füße, Knie, Hände bleiben am Boden verankert, die bewegen sich nicht. Ihr bewegt nur die Wirbelsäule. Und nochmal Tempo steigern. Ausatmen, einatmen. Genau, werdet nochmal richtig schnell. Nehmt alle Wirbel mit wieder, die ganze Wirbelsäule bewegt sich. Und Endspurt. Nochmal ausatmen, einatmen und schiebt euch nochmal weg. Aktiv. Und dann kommt in die Ausgangsposition rein. Und dann könnt ihr ganz nach vorne mal, wenn ihr auf einer Matte seid, so wie ich jetzt hier, dann könnt ihr wirklich so ans Ende von der Matte mal greifen. Und dann schiebt euch mit der Ausatmung mal nach hinten. Schiebt euch wirklich weg. Über die Schulterblätter. Über die Schultern. Ausatmen. Einatmen. Dann könnt ihr nach vorne kommen. Könnt mal so reinspüren, wie es ist, sich nach vorne zu schieben. Und ausatmen, wieder weg. Schiebt euch über die Schultern, über die Arme weg. Nach hinten. Ausatmen.
Einatmen, wieder vorkommen. Achtet immer auf euren Rücken. Also es sollte wieder keine Schmerzen auslösen. Und ausatmen, wegschieben. Und dann bleiben wir mal in dieser weggeschobenen Ausatmungsposition drin. Atmet nochmal tief ein in der Position. Und ausatmen. Lasst euch richtig Zeit. Macht euch ganz, ganz, ganz lang. Nochmal einatmen in der Position. Und ausatmen. Und dann könnt ihr ganz langsam über die Hände links und rechts nach oben wieder zurück zum Vierfüßlerstand kommen. Das heißt, ihr bleibt wieder hier in dieser Ausgangsposition. Und jetzt ganz wichtig, wir gehen in die Rotationsbewegung rein. Das heißt, die Brustwirbelsäule bearbeiten wir jetzt eigentlich als Hauptziel, sag ich mal. Das heißt, ihr bleibt hier in dieser Position, der rechte Arm bleibt komplett gestreckt. Und dann nehmt ihr den linken Arm und fahrt mal nach rechts hier unten durch. Und ihr könnt so weit wie möglich hier rüber. Wichtig ist, dass der Ellenbogen sich hier so minimal anbeugen kann, aber der sollte relativ gestreckt bleiben. Ja? Also was ihr nicht machen sollt, ist, dass ihr wirklich merkt, ihr habt hier irgendwie so eine Geschichte. Da wollen wir nicht hin, sondern ihr sagt, nee, das bleibt alles fest und angewinkelt, ist nur der einzige linke Arm, der schiebt sich jetzt hier rüber. Und dann wollt ihr da einmal aufdehnen. Das heißt, ihr dreht jetzt sozusagen die linke Schulterblattseite, die wollt ihr im Endeffekt dehnen. Kommt wieder zurück, dreht euch einmal auf, nach oben und schiebt hier wieder rüber. Dehnt euch, dreht euch rüber. Und wieder aufdrehen. Ja, und wieder rüberdrehen. Vor allem eine super Bewegungsgeschichte oder eine Übung, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie Probleme, so ein Nacken, der hat irgendwie, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Homeoffice sitzt, ja, dann kann es sein, dass ihr zwischen den Schulterblättern wirklich merkt, da schmerzt, da will ich eigentlich nicht so wirklich, da komme ich auch nicht so richtig hin. Dann könnt ihr hier super arbeiten. Sehr gut, letzte Mal, nochmal aufdrehen und dann dreht euch wieder hier rüber. Bleibt in der Position. Sehr gut, dann gehen wir einmal auf die andere Seite. Das heißt, wir machen genau das Gleiche. Linker Arm bleibt stehen, schiebt euch hier wieder weg. Das heißt, linker Arm, linke Hand bleibt am Boden verankert. Rechter Arm dreht hier einmal rüber. Und ihr wollt wieder das rechte Schulterblatt jetzt aufdehnen oder rüberdrehen. Ja, einmal aufkommen, raufkommen und rüberdrehen. Das ist im Endeffekt wie so eine kleine Übung für zu Hause, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwas unterm Sofa verloren. Eine super Übung, genauso könnt ihr euch vorstellen. Dreht euch rüber nach links. Nochmal aufdrehen. Und wieder rüberschieben. Linke Arm bleibt gestreckt. Und letzte Mal nochmal aufdrehen. Und kommt rüber. Und Ausgangsposition. Nochmal Vierfüßlerstand. Bleibt nochmal in der Position drin. Schiebt nochmal weg, ausatmen, einatmen, Schulterblätter ranziehen, an die Wirbelsäule raufschauen und Ausgangsposition wieder einrichten. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. Wir gehen nochmal in so eine Drehgeschichte rein. Das heißt, ihr stellt einmal das linke Bein nach vorne, kommt in so eine Knieposition, Kniestand. Das heißt, ich habe hier 90 Grad Winkel vom Knie. Hier hinten kann ich mir wieder aussuchen, wenn ihr den Fuß hinten aufstellt, wird das Ganze auch gleichzeitig noch ein bisschen koordinativ und Stabilität braucht man dabei auch. Das heißt, es wird so ein bisschen wackeliger. Ihr könnt auch das Bein einfach abstellen, dann bleibt es ja, sicherer. Das heißt, ihr könnt hier den Arm an den linken Arm, nehmt ihr an die linke Innenseite vom Knie, nehmt die rechte Hand dazu und jetzt gehen wir in drei Ebenen. Das heißt, wir haben einmal die Ebene 1. Das ist sozusagen parallel dazu. Dann haben wir die Ebene 2, die geht so diagonal nach oben. Und die Ebene 3, ja, da gehen wir nochmal ein Stückchen weiter in die Diagonale. Das heißt, wir machen Folgendes. Ihr startet hier, Blick ist geradeaus. Ihr schaut immer eurem Arm hinterher.
Ihr atmet ein, dreht euch mit der Ausatmung nach hinten. Wir starten hier unten in der untersten Etage. Kommt wieder zurück. Und wir gehen nochmal in die Diagonale. Ausatmen, raufdrehen, einatmen, zurückkommen und ausatmen nach oben. Genau, ganz wichtig ist dabei, dass ihr sagt, okay, linkes Bein, rechtes Bein, alles andere bleibt hier stabil stehen. Und wir machen das Ganze nochmal zusammen. Nochmal einatmen, ausatmen, rüberdrehen. Schaut dem Arm hinterher. Bleibt in der Position und kommt zurück, einatmen wieder und ausatmen in die Diagonale, einatmen, zurückkommen, ausatmen nochmal in die obere Diagonale rein. Sehr gut, letzter Durchgang. Wir machen das nochmal für die untere Seite, das heißt nochmal parallel ausatmen. Einatmen, zurück. Ausatmen in die Diagonale. Und zurück. Und letzte Mal. Aufdrehen. Und zurück. Sehr gut. Dann machen wir das Ganze auf die andere Seite. Das heißt, in dem Fall rechtes Bein aufstellen, 90 Grad Winkel wieder. Knie hinten, sich überlegen, okay, stelle ich den Fuß auf. Oder lasse ich ihn flach liegen. Dann nehmt ihr die rechte Hand an die rechte Innenseite vom Knie, linke Hand dazu und dann geht's wieder los. Einatmen und beim Ausatmen einmal zur Seite drehen. Einatmen, jetzt kommt die Diagonale. Hochkommen und einatmen. Und wir gehen nochmal ganz nach oben. Ausatmen, raufschieben. Jawohl. Und nochmal einatmen. Kommt wieder zurück in die Mitte. Nochmal einatmen und ausatmen in die Diagonale. Das andere bleibt wieder fest und stehen, außer die Wirbelsäule und der Arm. Ausatmen, ganz nach oben und letzter Durchgang. Mit der Ausatmung wieder parallel nach hinten. Einatmen, ausatmen und letzte Mal einatmen. Schaut dem Arm wieder hinterher, ausatmen. Und zurück. Perfekt. Sehr gut. Dann könnt ihr Folgendes machen, wenn ihr zu Hause seid, habt ihr entweder einen Stuhl oder ihr könnt ein Sofa nehmen. Ihr könnt auch einen Tisch nehmen. Alles, was so, was ihr findet am besten. Ich nehme jetzt mal hier diesen Hocker. Ist wie so ein Stuhl oder ein Sessel. Das heißt, ihr macht Folgendes. Ihr geht in Vierfüßlerstand oder in Kniestand, geht ihr vorne an den Sessel ran. Ihr legt die Arme auf das Polster, schaut auf, dass sie so ungefähr am Ellenbogen, der Unterarm, sollte aufliegen. Und dann geht ihr hier hin und wir arbeiten nochmal für die Schulter. Das heißt, die Daumen zeigen nach oben. Ihr könnt so ein bisschen Spannung aufbauen hier in die Arme und ein bisschen die Fingerspitzen. Und beim Ausatmen schiebt ihr euch nach hinten. Und ihr wollt quasi unter den Armen durchschauen. Mit der Einatmung kommt ihr leicht nach oben. Das könnt ihr jetzt entweder auf einem Polster machen oder ihr macht das Ganze auf einem Tisch. Ja, dann ist das ein bisschen höher. Das heißt, ihr winkelt so leicht die Knie an, legt euch einfach auf den Tisch ab und dann schiebt ihr euch hier nach hinten. Ist also nur eine Frage der Höhe. Ja, also ihr könnt mal schauen, dass jetzt irgendwo, sucht euch mal euer Objekt, wo ihr hin wandert, wo ihr sagt, so da gehe ich jetzt erstmal hin. Dann machen wir das nochmal zusammen. Also Unterarme nochmal auflegen, kommt in Position und dann schiebt ihr im Endeffekt die Hüfte, wollt ihr nach hinten schieben und der Kopf bzw. der Oberkörper, der möchte nach unten. Das heißt, wir arbeiten nochmal zusammen. Einatmen und mit der Ausatmung
Schiebt euch langsam nach hinten und mit dem Oberkörper nach unten. Einatmen, wieder leicht hochkommen. Und ausatmen. Nach hinten schieben. Machen wir noch zweimal. Einatmen und ausatmen. Nach hinten unten schieben und kommt so weit wie möglich nach unten. Wenn sich die Hände ein bisschen lösen, ist nicht schlimm. Das ist okay so. Und letzte Mal. Einatmen und ausatmen. Schiebt euch nach hinten. Bleibt in der Position mal drin. Atmet nochmal tief ein. Und atmet aus. Und dann könnt ihr langsam nach oben kommen. Perfekt. Sehr gut. Dann haben wir alles durchgedehnt. Das heißt Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schulter. Und dann hoffe ich, ihr seid bereit für einen neuen Tag, vielleicht im Homeoffice oder sonst wo, wo ihr sitzt. Und macht's gut. Bis bald.